Gut, dann müssen wir jetzt zum DERA 4 System. Auto Navigation. So. DERA 4. Wollen wir noch die zwei Sektoralarme mitnehmen? Hast immer noch keinen Hauptschlüssel. Ja. Also ein bisschen muss man für den Hauptschlüssel schon investieren. Entweder Zeit, EC, Dilithium oder Real Money. Habe ich auch welche? Was? Real Money? Alter, wie viel BOs habe ich denn mittlerweile bei mir im Inventar sitzen? Krieger Head Off. Hodef, Krieger wäre. Was ist das denn Witziges? Geh mal, hast du das gerade gesehen hier beim Sitor-System? Nee. Was ist da? Muss nochmal gucken. Tatsache. Hm? Hier ploppen irgendwelche Kugeln auf bei dem System, wenn man hier vorbeifliegt. Keine Ahnung, ich hab nur gerade übelstes Zittern gehabt, ja, aber ich komm mal zurück. Ich habe hier so eine Reihe von ganz bunten Kugeln, die irgendwelche Löcher drin haben, aber die ploppen nur auf, wenn ich beim System bin. Wenn ich ein bisschen wegfliege wieder. Ja, ich komm gerade mal weniger zu dir hoch. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Bist denn du jetzt? Bei dem Sitor-System. Ach da ja. Das haben wir auf Facebook schon gesehen. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein oder sowas. Ja, aber das stellt doch irgendwas dar, oder? Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ist das ein Rätsel? Aber du siehst die auch, oder? Ja, ich sehe die. Ich habe die gerade vor dem Stream hier. Ich gucke gerade, was da drauf steht. Steht was drauf? Placeholder. Oh, okay. Platzhalter. Da hat die wohl jemand vergessen rauszunehmen. Ja, anscheinend. Aber die habe ich neulich auch schon mal auf Facebook gesehen. Zumindest ein Screenshot. Okay. Gut. Und dabei hast du eine Talschia-Verschlusskiste. Ich glaube mir, eine wird eh nicht reichen. Ein Schlüssel wird auch nicht reichen. Du wirst ein paar brauchen. Also wenn, dann hast du sehr viel Glück, wenn die eine reicht. Irgendwie knackt das in meinem Rücken. Das knackt in deinem Rücken. Eifersüchtig. Klingt chronisch. Komisch. Klingonisch? Klingonisch. Das ist ja bei dem System auch hier. Das ist bei mehreren Systemen so. Okay. Was? Hier habe ich diese Sektorraummusik vermisst. Ich muss auch echt sagen, ich bin jahrelang ohne Musik im Spiel geflogen. Echt? Ja. Hauptsächlich halt wegen Aufnahmen und so. Ich hoffe, du warst jetzt schon in der Nähe. Ich bin gefroren. Okay. Ah, Peppy fragt, wo ist denn das IKEA-Bälle-Paradies? Ja, das war da gerade. So. Captain, die Remaner blockieren unsere Sensoren, weshalb wir Unterstützung benötigen. Wenn wir den Standort der Basis ausmachen wollen, wir brauchen eine Art Fremdenführer. Die Sensoren melden eine Kommunikationssatelliten ganz in der Nähe. Fliegen wir nicht so weit vor hier. Wir sollten ihn modifizieren können, sodass wir ein Signal senden können, um von dem die Remaner glauben, dass es von einem ihrer Schiffe stammt. Wenn die Remaner jemanden schicken, um das Signal zu verstärken, untersuchen, können wir ihr Schiff mit unseren Sensoren erfassen und es bis zu ihrer Basis verfolgen. Oh, ich hab Griesel TV. Nö. Das ist doch bestimmt ein Bug. Das ist doch bestimmt ein Bug, oder? Ist denn schon wieder Toss? Das ist doch bestimmt ein Bug. Ey, komm, gleich mal einen Facebook-Post machen. Was ist das für eine Scheiße, ihr schon wieder einen Bug entdeckt? Ich modifiziere mal das Array. Das Array? Wo bist du rein, Kai Tepper? Schreibt gerade nämlich, dass gerade rein ist und wo wir sind. So. Die Modifikationen sind abgeschlossen, der Haarmeister. Oh, ich bin der Haarmeister. Wenn wir die Übertragung starten, sollten die Remaner denken, dass es von einem Schiff stammt, das Energie verliert und Hilfe benötigt. Hinter uns befindet sich ein Mikronebel, das sollte reichen, um die Energiesignatur der Bierbug zu verschleiern, wenn wir auf die Ankunft unseres remanischen Fremdenführers warten. Jetzt weiß ich mal wieder, welche Mission das ist. Jetzt weiß ich erstmal wieder, welche Mission das ist.
Pass auf. Signal setzen. Ich bin noch nicht drin. Mir egal. Ich bin noch nicht drin, nicht senden. Toll, theoretischerweise müsste ich da jetzt... Ah, da hinten war ich in der Übertragung. Das Signal hat funktioniert, Captain. Sternwarn, ich weiß, dass es kein Bug ist, aber bei wo TOS damals rausgekommen ist, also das Age of Yesterday, wo die TOS-Mission, wo das auf dieses TOS gemachte Gekriesel im Bild war, haben so viele geschrieben, ey, das ist ein Bug, Grafik-Bug, voll kaputt gemacht, alles. Und deswegen kaputt ist es gerade so ein Hommage an den Age of Yesterday. Ich würde mal interessieren, ist geil, ne? Die enttarnen sich erst, verschwinden dann und dann ganz plötzlich wieder aufzutauchen. Ich würde mal interessieren, ich hab neulich erst die Folge wieder gesehen mit die alte Enterprise bei TNG. Da hat ja die Enterprise C gegen romulanische Schiffe gekämpft. Der romulanische Warbird, so wie man jetzt hier sehen in den Derricks, ist ja, ist ja erst bei TNG gesehen worden, sag ich mal, ne? Also so erst vorstellig geworden. Wie ist denn das da? Aber diese kleineren TOS, die man ja sonst kennt von den Romulanern, die sind ja eigentlich oldschool. Würde mir das sehen, wie da die Schiffe ausgesehen haben. Das ist die Frage. Bist du mir eigentlich noch angepasst? Gute Frage. Das geht gerade etwas arg-zackig, oder? Ja. Dabei kann ich doch gar nicht mit Kanonen fliegen. Wo steht denn bei dir oben bei deinem Rang? Gar nichts. Hab ich ausgeblendet. Was? So, ich hab mich mal an dich angepasst. Ist, glaube ich, besser. Folgen Sie dem romanischen Scoutschiff. Toll, wahrscheinlich dachte der Stream jetzt hier, ich hab's übelst raus im Vergleich zu dir, ne? Gottmann hat eine interessante Frage. Mikronebel? Ist der ein Mikrometer groß oder was? Das ist eine gute Frage. Was ist ein Mikronebel? Kein Nanonebel. Andererseits, wenn man mal die Größenverhältnisse von Nebeln im Universum sieht, die teilweise über zig hunderttausende Kilometern gehen, ist so ein kleiner Nebel, der bloß 2 auf 2 Meter groß ist, oder wie groß wird denn sein, sagen wir mal 200 auf 200 Meter, ein bisschen mehr. Das Schiff ist ja schon 300, 400 Meter. Ist eine kleine Abgaswolke. Ich sage mal 10 auf 10 Kilometer. Ist es eigentlich mehr wie so ein Weltallpups? Ich kann scannen. Dann scannen mal. Hexafluoringras. Oh, ich habe schon so lange nicht mehr gescannt. Romulanische Streitkräfte ausschalten. Ja, toll, jetzt wo ich keine Waffenenergie mehr habe. Du siehst denn, welches Level die bei dir angezeigt werden? Plus, minus, irgendwas? 0. Bei mir auch 0, okay. Also jetzt sollte es passen, weil ich bin an dich angepasst. Oder? Ja, das sehe ich nicht, keine Ahnung. Ja, warte, jetzt kämpfe ich. Ich hatte nochmal. Ja, ich war an dich angepasst. Okay. Die Warbirds in TNG sind seit 23.11 im Einsatz. Und wann wurde die Enterprise C zerstört? Gab's da nicht auch einen alternativen Fakt, wann die zerstört wurde? Romanisches Scoutschiff verfolgen. Ich empfange hier keinerlei Signale von Schiffen, der Haarmeister. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn wir in diesem Gebiet getarnte Schiffe hätten. Konzentrationen von Tetrion-Partikeln können auf getarnte romanische Schiffe hinweisen. Ich werde das Gebiet weiter scannen. Eine Frage: Wer sollte neben den Undinen, Borg und Elachi der Feind sein, wenn es zum Beispiel so wäre, dass sich die Allianz quasi bei den Klingonen nach der Sache mit dem Angriff auf Utopia Planetia, was? Verstehe ich gerade nicht. Irgendwie fehlt da die Hälfte vom Satz. Vermutlich ist damit gemeint, dass die Teilchen da drin etwa Mikrometer groß sind. Ja gut, sonst wäre es Metroidennebel. 2346 wurde die Enterprise zerstört. Akzeptieren? Jetzt haben wir ja wieder bloß einen Gummigon dabei. Oh, neblig. Also hier war ich auch noch nicht drin seit dem Licht-Update. Captain, das ist unglaublich. Die unterirdischen Höhlen, in der wir uns befinden, ist natürlich Ursprung. Aber die Basis selbst ist ein Schiff. Die Derrick-Schlosse ist ja der Humbug.
Wenn mein Tricorder-Daten gehackt sind, die Remaner haben ein verlassenes Schiff in dieser Höhle gebracht. Okay, liegt nicht nur an den Ferengi. Bei Brückenoffizieren musst du jetzt auch schon gönnen, okay. Okay, ich mach mal fortsetzen. So. Ach, das hat ist ja auch, mit dem Bohrer. Ist ja auch logisch, davon, dass ein Dederidex eine vernünftige Höhle abgibt. Das Ding ist ja schon hohl. Aber ich muss sagen, man sieht zwar weniger, aber es ist plausibler, ne? Definitiv. Durch den Nebel. Ich seh die Atemwolken so krass. Geil, oder? Voll Hammer, ey. Stell dir mal vor, es kommt hinten aus dem Arsch raus. Aber ich hab echt... Also bei den Gorn würde mich das nicht wundern. Stell dir mal vor, einfach dieser Punkt, wo der Nebel rauskommt, wäre falsch positioniert an irgendeinem Charakter. Aber ich habe echt schon wieder was zu motzen hier. Mein echt? Anzug ist auf einmal pink und nicht mehr so lila und nicht mehr pink. So rum. Ja gut, das hat was mit Licht zu tun. Ne? Ich meine, tu mal einen weißen Anzug mit grünem Licht anleuchten. Du wirst es nicht glauben, aber der Anzug wird grün. Aber auch das Solarportal sieht da ein wenig komisch aus. Das hat irgendwie so wie so ein Schwarzlichteffekt zu tun. Ja. Außer ich nur halten. Staffel öffnen. Und wer hat's zugemacht? Die Schweizer. Alles moderne Technik und dann bauen sie so einen scheiß Bohrer hier hin, ey. Vor allem sowas kaputtes. Wieder mal beim falschen Ferengi gekauft. Diese Tunnel führt direkt in den Hauptrichterbahnstor. Aber es ist vollständig blockiert. Ich frage mich, ob eine Waffe auf höchster Stufe die Blockade durchbrechen würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Scannen Sie das vor. Dieses Tor besteht aus einer Tritanium-Legierung, Captain. Eine Handfeuerwaffe kann da nichts ausrichten. Wir brauchen etwas wesentlich Stärkeres. Also wir machen einfach den Orbitalschlag. Der kann ja eh durch so alles durchgehen und es ist eine Schiffswaffe, oder? Er kommt durch alles durch, ohne die Decke kaputt zu machen, wohlgemerkt. Das ist echt geil, wie genau die zentriert werden kann, also genau positioniert werden kann, dass du durch alles durchgehen kann, ohne was zu zerstören, aber nur die Person, die man treffen will. So. So, haben Sie die Abbaulaser gesehen? Wenn er funktionsfähig ist, können wir ihn vielleicht so modifizieren, dass er das Tor durchbricht. Ich glaube, die Steuerung des Lasers befindet sich auf der anderen Seite der Wand. Die andere Seite? Alter, stell dir mal einen lispelnden Klingon vor. Vor allem, die haben ja so eine markante Stimme, so, du weißt ja, klingonisch muss man bellen. Genau. Minenlaser verwenden und... Wer redet da eigentlich? Scannen Sie die Minenlaser. Bei mir ist es Chikren. Nee, ich meine, wer gerade das gesagt hatte mit Fehlfunktion, initiere automatische Abschaltung. Hat jetzt der Bora geredet? Ey, das ist Herr 2000. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Abbaulaser nicht so. Wir sollten einen detaillierten Scan durchführen, um die Ursache für das Problem zu bestimmen. Alter, ich spuck hier mein Mikrofon voll, ey. Ach, das ist gar kein Popschutz, was man davor hat, sondern einen Spuckschutz. Kann man einfach, was man unter Popschutz versteht. Kippen des Energiesystems des Abbaulasers ist nicht stark genug. Er wird das Tritanium nicht durchschneiden können. Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Ihre Ausbildung wird Ihnen dabei behilflich sein. Oh scheiße, ich bin ja der Techniker. Sie müssen lediglich eines der karrierebasierten Ziele erfüllen, um fortzufahren. Ihre technische Ausbildung haben immer darauf hingewiesen, die Ursache für ein Problem zu bestimmen, bevor Sie versuchen, es zu lösen. Ja, genau. Okay, ich muss jetzt erst einmal... Halt, wohin musste ich gehen? Das Witzige ist, laut meinem Questlog muss ich jetzt aber die taktische Option machen. Das heißt, das wäre jetzt mal interessant, ob das zählt. Dann mach einfach mal. Ich tue jetzt einmal dahinter rennen und da hier... Halt, was? Ich muss irgendwie die Diagnose starten da. Starten die Diagnose. Diagnostiere. Diagnose starten, aber Laser weiß keine Fehlfunktion auf. Ja genau, da hängen die Kabel raus, Junge. Mach mal die Glotze auf, ey. Du zerschießt einfach alles. Nur erstmal die ganzen Spinnen. Alter, du hast ja einen übersehen. Die Spinne hat mich gerade dumm angemacht. Mach mal deinen Job, Alter. Alter. Oh, ich interagiere hier gerade. Eine Ronsole. Alter, also hier, wenn du hier stehst, denkst du, du bist vom Nix, weil du vor lauter Nebel keine Watt mehr siehst. Ja, das habe ich auch gerade.